Und dann gibt es noch die Currywende nach Manfred Curry. War ein sehr guter Segler, der auch ein paar schöne Segelbücher geschrieben hat. Das kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Das ist diese einfache Positionierung, wenn ich zu einer Lehtonne komme und um diese Lehtonne gehe, dass ich sofort eine Wende einlege, um dann, wenn die anderen um die Lehtonne zu gehen, schon in einer kontrollierenden Position zu sein. Hier bin ich jetzt schon, ist ein bisschen ungenau. Jetzt hätte er sich eigentlich so positionieren müssen, dass er genau in Loof hier ist. Da würde er übrigens auch keine enge Deckung mehr machen, denn sein Abdeckungskegel geht bis hier. Er würde also dieses Boot nicht weiter stören und zur Wende zwingen, sondern er könnte hier oben wunderbar kontrolliert rüber segeln und würde dieses Boot ganz sicher kontrollieren. Wenn man in der Situation hier nicht wendet, geht man natürlich das Risiko ein, man segelt also hier raus, die Boote gehen rum und fangen an, hier höher zu ziehen, weil da eine Linkskippe gekommen ist. Und dann ist man so positioniert und hat schon Verlust eingefahren. Und diesen Verlust umgeht man, wenn man eben sich gleich nach der Wende schon hier oben positioniert hat. Das nennt man die Currywende, so ein Standardmanöver. Natürlich eher in Booten, die keine hohen Wendeverluste haben. Im 49er macht man das fast nie. Da ist wirklich die Frage entscheidend, wenn man um die Lehtonne geht, welche Seite scheint mir besser zu sein, an welche Seite glaube ich. Da sieht das Standardmanöver dann eigentlich eher so aus, dass der als erster rumgefahren ist, tun wir jetzt mal so, das wäre hier ein weißes Boot, der ist als erster rumgefahren und jetzt kommt, ist das zweite Boot, dann würde der mit dem mitgehen. Und wenn dann der Wind dreht, wenn der Wind dann hier links runterkippt, dann macht dieses Boot zwar einen Gewinn, das untere, ja, das holt ein bisschen was auf, aber dieses Boot hätte durch die Currywende, das erste Boot hier, das hätte durch die Currywende definitiv verloren. Ja, zwei Wenden hier nach der Tonne zu machen in einer Klasse mit hohen Wendeverlusten, ist dann auch tödlich. Also da nochmal als Erinnerung, Boote mit hohen Wendeverlusten und auch langsame Boote in einer Klasse sind zur Strategie gezwungen. Sie müssen Vorhersagen treffen, sonst können sie sich keine Vorteile sichern.